Bevor wir zusammengearbeitet haben, wie hast denn du da Mitarbeiter und Kunden gewonnen? Wie waren das vorher? Ich habe tatsächlich Facebook-Kampagnen gemacht. Das habe ich mir zeigen lassen von Leuten, die das besser können wie ich. Ja, musste dann eigene Videos machen, die selber schneiden. Mir überlegen, wie mache ich das überhaupt? Die Kampagnen auffahren ist dann auch nicht ganz einfach. Muss man auch einiges beachten. Und man muss sehr viel Zeit da reinstecken, um das erstmal alles zu schnallen und zu kapieren. Und wie ist es jetzt so mit der Zusammenarbeit mit mir? Seitdem wir uns kennen, mache ich da gar nichts mehr in der Richtung. Das hast du alles übernommen und läuft gut. Bist du zufrieden, ja? Ich bin zufrieden. Drei neue Leute eingestellt, ist okay. Bist ja auch ein netter Chef, von daher. Ich denke mal, ist das auch so ein. Ah nein, aber das mit der, was ich weiß, mit der einen Werbekampagne, wo wir eigentlich Fliesenleger gesucht haben, das hat sehr gut funktioniert, weil die Frau hatte das, glaube ich, gesehen und hat darauf ihren Mann markiert und der hat sich dann, mit dem hat sie, glaube ich, ein paar Stunden später auch schon das Vorstellungsgespräch und dann. Ja, das ging irgendwie ganz schnell. Ich habe ihn angerufen und dann, ja, es passt gerade. Ja, dann habe ich meinen Termin halt irgendwie geguckt. Ja, 1 Uhr oder so können wir hinkriegen. Ja, alles klar. Kurz getroffen und dann, ja, sympathisch hat funktioniert soweit. Und Probearbeiten war auch super. Okay, das hat sich jetzt schon gelohnt für mich, die Investition. Das hat sich auf jeden Fall für mich schon gelohnt. Also, allein ein zeitlicher Faktor. Extrem. Die Kampagnen, die ich früher immer alleine gemacht habe, das frisst einfach Zeit. Man muss die Videos malen, dann muss man die bearbeiten, man muss sie schneiden. Dann gefällt einem das wieder nicht, dann macht man sie wieder neu. Und dann das danach einzuprogrammieren, dass das richtig läuft. Und dann fängt Facebook an zu meckern, weil irgendein Parameter XY wieder nicht funktioniert. Und dann sitzt man wieder eine halbe Stunde davor und hat das Problem wahrscheinlich noch nicht gelöst. Und Und das kommen wieder neue Richtlinien. dann kommen wieder neue Richtlinien und kostet dann doch nur Geld und viel zu wenig Leads, heißt es ja, generiert und Also ich weiß, du hast dann das ja, läuft's nicht. deine Kampagnen, die ich ja gesehen habe, die waren sehr gut. Also das hast du wirklich sehr gut aufgesetzt. Da sieht man, okay, das war professionell. Das, was hinterher bei rauskam, was ich auch sofort gesehen habe, die Leads, die du bekommen hast, waren aber nicht so super toll qualifiziert. Das stimmt, ja. Weil das war ja nur dieses Instant-Formular von Facebook. Das ist auch super. Also wenn man anfängt, ja Leute zu suchen, Richtig, macht das zum total Start ist Sinn. das gut, ja. Aber wenn man sagt, okay, ich will jetzt aber qualifizierte Leute haben, wo ich sagen kann, wir hatten zum Beispiel bei dir ja das auch gemacht mit, der braucht unbedingt einen Führerschein. Und jetzt ist es ja so, wenn sich jemand bewirbt bei dir, der fliegt sofort raus, wenn der keinen Führerschein hat. Das Das ist heißt, richtig, ja. es wird überhaupt gar nicht gecheckt. Facebook weiß, okay, der war nicht qualifiziert, also ist das nicht die Zielgruppe, bin ich die Genau. Werbekampagne jemand anders. Ja, vor allem von dem Bewerber, den ich jetzt zuletzt eingestellt habe, der hat mir gesagt, er hat das Video auch schon ein paar Mal gesehen. Erfahrungsgemäß ist es auch eine Hürde für die Leute. Dann, ja, komm, ich gebe mal meine Adresse da an, vielleicht kriege ich ja einen neuen Job. Ist eigentlich hochgradig unzufrieden da, wo er gerade ist. Und ja, ach, eigentlich ist ja dann doch ganz gut, so, auch wenn man total unzufrieden ist. Nur um diesen Schritt aus der Komfortzone quasi rauszumachen. Also der Schritt ist für viele wirklich ein Problem. Aber wenn man eine gewisse Vertrauensstufe schon hat, weil man sich halt schon so öfters gesehen hat, ist dieser Schritt nicht mehr ganz so groß. Und dann kommt es eher mal dazu, dass man sich einträgt Auf und jeden auch Fall, ja. sagt, ist Also wir haben ja deine Zielgruppe haben wir ja, das ist ja so grob, die haben wir ja schon gespeichert bei Facebook und die werden wir dann auch weiter nutzen für weitere Kampagnen dann ab Januar oder gucken wir, wann wir da wieder starten und dann bleibst du ja immer im Bild und was wir dann als nächsten Schritt machen, ist ja deine Mitarbeiter dann auch vor die Kamera holen, denn Dennis ist ja der Neue da, dass der dann auch sagt, wie toll das ist, mit dir zusammenzuarbeiten und dann kann man ja auch genau beweisen, haben wir zu, der weiß, okay, Anfang November, da habe ich das gesehen, dann hat der Dennis und der ist total begeistert, ja, dann scheint das ein cooler Laden zu sein, da die dich ja schon kennen, dann werden sich auch mehr Leute bei dann dir ist es bewerben. schon wieder schlüssig, so, ne? Wieder nächste Vertrauensstufe quasi erreicht, das ist Genau. richtig. Aber Und die kann man ja nur erreichen, wenn man die Kampagne auch vernünftig aufsetzt. Also, ja. wenn ich das so, wie ich das damals gemacht habe, es hat auch funktioniert, aber ich hätte die Leute wahrscheinlich nie wieder erreicht, die es interessiert hätte. Also, denke ich, die wären halt einfach weg gewesen. Oder die hätten irgendwann gesagt und sich für andere Sachen interessiert und dann kriegen ja andere Werbung ausgespielt. Dann wäre meine Werbung nie wieder gekommen. Obwohl das vielleicht interessant gewesen wäre. Oder vom Mitbewerber am Ende noch. Ja.
Ja, momentan machen ganz viele, ich kriege ja selber Werbung. Ich mache ja auch einen Elektriker, den ich betreue, und da kriege ich auch mal Elektriker-Werbung. Wo ich mir denke, manchmal Leute, ach, da würde ich am liebsten sogar anrufen und bei der Werbeagentur sagen, mach das nicht, mach das so, so und so. Weil Ja, manche machen das so schlecht. aber das würde nicht funktionieren, wenn du da anrufst und sagst, mach das so nicht, dann wird keiner sagen, okay, ja, das klingt gut, mach du das. Ja, das, nein, ich meine, also manche machen das so schlecht, wo ich mir denke, nein, Leute, das, und jetzt jetzt arbeiten wir ja schon ein bisschen zusammen. Wie stellst du dir so die Zukunft vor? Was erwartest du noch? Dass wir noch weitere Kampagnen aufziehen, einfach. Dass wir gute, also unsere Zusammenarbeit so einfach weiterläuft, quasi, würde ich schon sagen. Gute Videos machen und eine gute Strategie entwickeln, auch Kunden zu bekommen oder auch, genau, das ist genau dasselbe wie bei den Bewerbern auch. Da ist auch immer so eine gewisse Hemmschwelle. Man sieht dann ein Video, irgendeinen Typen, der da einen Quatsch labert. Ja, ist eigentlich ganz nett und klingt auch gar nicht so schlecht. Ah, morgen, das interessiert mich erstmal nicht so. Und dann wird das Problem aber irgendwann immer interessanter und dann muss man den aber wieder erreichen. Den Kunden, genau in dem Moment, wo es dann auch interessant wird, weil sonst wird er sich nicht entscheiden für einen Kauf. Ja. Das ist dann schon wichtig. Und das mit deinen Kampagnen funktioniert. Ja, vielen Du Dank. findest die Leute.